Hallo, liebe PC-Weltleser. Google hat am 8.9.2010 eine neue Funktion online gestellt. Es handelt sich dabei um Google Instant und diese Funktion zeigt Suchergebnisse in Echtzeit an, wie Sie auch in unserer Nachricht lesen konnten. Ich zeige Ihnen jetzt mal diese neue Funktion. Sie setzt voraus, dass man eingeloggt ist. Ich bin es in diesem Fall. Und sie ist jetzt vorerst gestartet in den USA und in einigen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Die Funktionsweise ist eigentlich ganz einfach. Ich gebe einen Begriff ein, zum Beispiel die ersten Buchstaben von PC Welt, und die Suchmaschine blendet mir die Ergebnisse sofort ein, während ich noch tippe. Das heißt, ich kann jetzt natürlich noch auch weiter einschränken, indem ich PC Welt Test zum Beispiel eingebe und ich kriege dann einen Link von Google, der auf die Test- und Kaufberatung von pcwelt.de führt. Der Vorteil ist, man kann schneller suchen, weil man spart sich die Zeit, in der man ganzen Begriffe eingeben muss und dann Enter drücken muss und dann darauf warten muss, bis die Suchergebnisse angezeigt werden. Google schätzt, dass wenn die Anwender diese Funktion nutzen, 2 bis 5 Sekunden pro Suchanfrage gespart werden. Das macht natürlich für den Einzelnen jetzt pro Suchabfrage nicht viel aus, aber laut Google, wenn alle Google-Nutzer die Funktion nutzen, dann können 3,5 Milliarden Sekunden pro Tag eingespart werden. Das sind pro Sekunde ungefähr 11 Stunden, die eingespart werden. Die neue Funktion setzt natürlich einige technischen Dinge voraus. Also Google muss im Hintergrund die Suchmaschine anpassen, die Algorithmen anpassen und natürlich auch dafür sorgen, dass die enormen Anfragen, die an die Server erfolgen, in Echtzeit natürlich auch bewältigt werden können. Ein weiterer Nachteil ist natürlich von dieser Funktion, es besteht hier ständig eine Verbindung zu den Servern. Also nach jeder Tastatureingabe werden Signale vom Google-Server an den lokalen Rechner geschickt. Deswegen schaltet sich die Funktion auch automatisch ab, wenn Sie nur eine langsame Internetverbindung haben. Datenschützer dürften natürlich jetzt auch bemängeln, dass man eingeloggt sein muss, um diese Funktion nutzen zu dürfen. Da ist es mir auch unerklärlich, warum Google das voraussetzt. Es wäre eigentlich viel besser, wenn man sie grundsätzlich nutzen könnte. So setzt sich natürlich Google dem Verdacht aus, dass es einfach die Suchprofile sammeln möchte und dadurch natürlich auch genau weiß, wonach die Anwender suchen, um gezielt Werbung auszuliefern. Aber ich möchte Ihnen jetzt auch zeigen, wofür man diese Funktion auch sonst praktischerweise nutzen kann. Und zum Beispiel für die Wettervorhersage. Also ich gebe einfach nur Wetter ein und Sie sehen, der Browser weiß, wo ich mich aufhalte. Bayern, München. Aber ich kann natürlich jetzt auch einfach einen Stadtnamen eingeben, indem ich einfach Hamm eingebe und da weiß er Hamburg als nächstmögliche Stadt. Und ich sehe jetzt das aktuelle Wetter in Hamburg. Im Eingabefeld sehen Sie übrigens auch, ich vergrößere das jetzt mal ein bisschen, dass während der Eingabe auch einige Buchstaben in Grau angezeigt werden. Da handelt es sich um die frühere Google Suggest-Funktion, die Autovervollständigung jetzt heißt, also Autocomplete. Also sie erkennt die Wörter, das wahrscheinliche Wort, das ich eingeben möchte, und ergänzt es dann einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel München eingebe, Mü, dann weiß es, ich möchte München eingeben und schlägt mir das Wort dann auch vor. So, wofür kann ich die Funktion noch praktischerweise nutzen? Also ich kann zum Beispiel auch 3 plus 4, so wie man es kennt von der Google-Suche, das Ergebnis wird mir sofort angezeigt mit 7. Das Ganze geht auch natürlich mit komplexeren Rechenoperationen. Oder ich lasse mir das Kinoprogramm zum Beispiel anzeigen von der Stadt München. Sie sehen, ich gebe jetzt einfach nur Kino München ein und es werden mir sofort das Kinoprogramm der aktuellen Stadt eingeblendet. Googles Instant Search ist ab sofort verfügbar. Wie gesagt, Sie müssen sich einloggen mit Ihrem Google-Benutzerkonto. Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, dann können Sie sie auch hier über dieses Eingabefeld einfach per Drop-Down-Menü deaktivieren. Einfach auf Ausstellen und es springt jetzt auf die normale Suche um. Und jetzt können Sie wie gewohnt, wie früher, Oldschool sozusagen, suchen, indem Sie einfach einen Begriff eingeben und dann Enter drücken. Panagiotis Kolokitas für PC Welt TV.